So, mal wieder unterwegs. Heute ist der 12.10.2024 und genau 7:02. Schaut mal, wie dunkel das noch ist. Aber diese Brücke kennt ihr. Das ist die Regenbogenbrücke Richtung Uni, weil da ist nämlich Flohmarkt heute und da muss ich was bezahlen und abholen. Seht ihr, der Flohmarkt da hinten, der ist schon beleuchtet und einiges da. Aber da ich heute so viel vorhabe, muss ich jetzt ziemlich früh hin. Und das, was ich bestellt habe mit meinen Bekannten, das wird super schwachsinnig sein. Im Nachhinein haben wir auch gedacht, was soll denn Mist? Aber das, was ich hier bezahle und abhole für mich und meine Bekannten, werde ich morgen ein Video von machen und auf meinen Kanal Mitgliedschaftskanal hochladen. Und was ich jetzt sonst noch hier finde, das möchte ich euch gerne zeigen. Und vielleicht nehme ich mir noch mehr mit. Und es ist schön beleuchtet hier, die Regenbogenbrücke, muss man lassen. Aber das ist schon noch richtig düster. So, jetzt will ich natürlich nicht hier rechts gehen, weil ich sehe da nichts. Ist nämlich voller Matsche, es war ein Regnen. Gehe ich lieber über einen Parkplatz und sage mal, bis gleich. Und ihr seht es, einige laufen hier noch mit Taschenlampe rum. Das ist ziemlich dunkel heute. Aber ich weiß ja, wo meine Stände sind, wo ich bezahlen muss und was abholen muss. Alles andere werde ich natürlich so oberflächlich mir beschauen. Vielleicht ist ja wirklich was dabei, was ich auf jeden Fall gebrauchen kann oder ein Unboxing machen kann. Also mal weiterschauen. Und es ist heute richtig brechend voll. So, wer den Flohmarkt hier in Dorstfeld kennt, der weiß ja, 1, 2, hier hinter mir, 3 und 4. Alle 4 Parkplätze ist heute Flohmarkt. Alle 4. Heute ist wirklich richtig voll, aber leider das meiste, was ich nicht so brauche. Das ist Obst, Gemüse, ihr wisst, Klamotten, Schuhe, Handyzubehör. Nein, das braucht man alles wirklich nicht, also ich nicht zumindest. Aber trotzdem bauen die alle auf hier. Viele haben richtige, schöne, coole Beleuchtung, dass man alles sehen kann. Sonst, ihr seht es selber da hinten, überall dunkle Ecken noch zwischendrin. Aber ich schaue, was ich finde. So, und mein großer Zeitschriftendealer, den ich immer ab und zu in den Videos erwähne und zeige, der hat noch nicht aufgebaut. Der hat noch nicht aufgebaut, kann ich euch nichts zeigen. Aber bei denen habe ich 2 Bananenkisten voller Magazine gekauft. Ja, und das meiste sind eh alles nur Doppelte. Aber meine Bekannten und ich wollten die jetzt unbedingt haben, haben die gekauft. Und ich sage euch was, die Magazine 3-stelligen Bereich und ein bisschen höher. Und das werde ich eben morgen auf meinem Mitgliedschaftskanal zeigen, was ich von ihm vorbestellt habe, ich und meine Bekannten gekauft habe. So, es wird langsam heller, aber so wirklich was für mich ist nicht dabei gewesen im Moment. Ja, bis auf den teuren Einkauf der Bananenkisten. Aber sonst, jetzt wo es heller ist, da kann man auch mehr sehen. Wo es vorhin so dunkel gewesen ist, hat man ja zum Glück eine Handytaschenlampe oder andere liefen darum. Aber eben heute richtig brechend voll. Aber keine Spiele im Defekt für mich. Keine Lego-Produkte oder sonstiges. Aber ich habe ja noch 3 rein und dann geht's ab nach Oberhausen. So. Welchen kannst du davon gebrauchen? Den habe ich, glaube ich, bei dir noch nicht gesehen. Den glaube ich schon. So, und jetzt gehe ich zurück über der Regenbogenbrücke. 2 neue Batman-Mobile habe ich mir gegönnt.
zusammen 30 Euro. Mit Figur sind die. Kann ich mir nämlich, weil ich habe die noch, den habe ich noch eingepackt, den habe ich noch nicht gehabt von meiner Vitrine, die ich baue, und dreimal Zahnpasta geholt. Der eine oder andere kennt die, 3 Stück, 10 Euro. Und seit ich die benutze, ist mein Zahnarzt froh. Aber mich freut das jetzt hier für die Batman-Autos. 2 Stück, 30 Euro. Und jetzt gehe ich ganz schnell zum Auto, hol meine Bananenkisten ab mit sehr vielen Zeitschriften, sehr viel bezahlt für mich und meine Kollegen. Das Video werde ich morgen dann hochladen auf meinen Mitgliedschaftskanal. Und jetzt werde ich nach Oberhausen fahren und ein bisschen shoppen gehen. Und das werde ich auch heute noch auf meinem Mitgliedschaftskanal hochladen, was ich in Oberhausen so alles kaufe. Aber jetzt eure Meinung, eure Kommentare dazu, und bleibt gesund.